Hallo, The Stroke hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute spiele ich mal mit euch Achtball. Ich mache gleich mal einen Anstoß und versuche euch mal aus meiner Perspektive und aus meinem Gesichtspunkt, wie ich jetzt so einen Achtball, ja, so einen Rick lese und wie ich es dann auch im Endeffekt wegspiele. Also sprich die Entscheidung, wo kommt es drauf an, was sind so diese Knotenpunkte, wo sind die Übergänge. Und das versuche ich euch gleich mal zu zeigen und auch zu veranschaulichen, wie man so ein Achtbar-Rack gut lesen kann und worauf dann letztendlich die Entscheidungen basieren. Also bleibt gespannt. So, ich werde jetzt mal mit einem Achtballbreak starten, logischerweise. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorlieben. Nur mal ganz kurz erklärt, vielleicht werde ich dann auch noch dazu noch mal ein explizites Video machen zum Thema Breaks, also wie man auch gut breakt, was man beachten kann, etc. Auf die Schnelle erklärt, wichtig ist natürlich immer, den Treffpunkt generell relativ gut und voll zu treffen. Alles, was ich so ein bisschen seitlicher treffe, ist natürlich die Gefahr, dass die Weiße auseinanderbricht. Worum geht es beim Senken der Kugeln? Die größten Chancen liegen immer auf den beiden hinteren Bällen, also praktisch in dem Fall die 3 und die 12 fürs Mittelloch. Oder auch der 4 Bänder, also sprich der 6, die 6 und die 14 über 4 Banden wieder zurück zu den Ecktaschen. Und dann ist der Rest im Prinzip immer so ein Stück weit auch das Glück, ne, dass man vielleicht den einen oder anderen Kontakt kriegt, der dann Richtung Tasche gelenkt wird. Aber grundsätzlich ist so, je mehr Bewegung in dem Rack ist, desto größer erweitert oder desto erweiterter ist die Chance, dass dann letztendlich auch ein Ball fällt. Wenn man das noch nicht so gut vom Powerbreak hinkriegt, dann sollte man sich erstmal darauf konzentrieren, dass man seine Bockhand, seinen Körper ruhig hält und mal wirklich trainiert, nur die Beschleunigung aus dem Unterarm zu machen, um erstmal wirklich sauber zu treffen. In der Regel ist es so, heutzutage mit Folien, mit getapten Tischen braucht man gar nicht mehr so viel Power, weil die Kugeln wirklich sehr gut pressaufgebaut sind und dementsprechend splitten die Bälle sowieso ganz gut. Und deswegen, ja, vielleicht jetzt am Anfang erstmal versuchen, nur aus dem Unterarm die Kontrolle der Weißen und dann mal die wirklich einen schönen Split hinkriegen. Wichtig ist, dass die Weiße, wenn es geht, nicht so weit nach vorne läuft, sondern eher zurückkommt. Und dann hat man im Prinzip, wenn man die Weiße in der Mitte hat, auch eine ganz gute Chance, dann auf allen Bereichen von der Tischmitte aus letztendlich ja, eine Auswahl zu haben. Okay, dann starte ich mal mit dem Break. Auch da stelle ich mich wieder schön in die Körpermitte, visualisiere meinen Punkt an der 4, an der 5 in dem Fall. Versuche auch den Blick da zu halten, bis ich unten angekommen bin. Nehme meine Position ein. Ja, das war jetzt nahezu, in meinen Augen schon nahezu ein perfektes Break. Weiße war von der Kontrolle sehr gut, wie ihr sehen könntet. Wenn nicht, dann nochmal vielleicht zurückspulen. Beide Bälle sind auf die Mitteltasche gegangen. Das ist natürlich ein tolles Ergebnis. Der Tisch liegt relativ offen, bis auf dass die 12 an der Bande liegt. Sonst sehe ich jetzt auf den ersten Blick keine großen Probleme. Was aber nicht bedeutet, dass die Partie jetzt deswegen super, super leicht ist. Nein, man muss natürlich trotzdem immer schauen in der Komplexität. Ich darf hier nur die halben oder ich darf nur die vollen spielen. Jetzt geht schon los, in die Entscheidung zu gehen. Was nehme ich überhaupt? Welchen Ball habe ich als Einstieg? Manchmal ist es ja so, dass ich gerne die vollen nehmen würde, habe aber keinen Einstieg und schon wird die Partie auf einmal ganz schwer, obwohl sie offen liegt. Also von daher immer schön ruhig bleiben. Wichtig ist, dass man wirklich nichts übersieht, dass man sich die Ruhe nimmt und die Zeit nimmt, dieses Bild vernünftig zu lesen. Klassische Clusterbildung, was ich eben schon gesagt habe. Wo kommt es jetzt darauf an? Was ist das zentrale Thema? Und dementsprechend dann versuchen, mit wenig Aufwand die Partie auszuschießen. Und das bedeutet im Endeffekt, je weniger ich mit der Weißen arbeiten muss, also sprich viel Wegstrecke, viel Wirkung in die Weiße geben muss, desto besser ist es gewesen. Das heißt also, dass ich dann auch in der Regel das Bild gut gelesen habe. Wenn die Weiße viel Bewegung hat und ich trotzdem ausschieße, Chapeau, dann hat man die Partie trotzdem positiv beendet, was auch super ist. Aber es bedeutet auch in der Regel, dass man wahrscheinlich hier und da Entscheidungsfehler gemacht hat, dass man die Partie vielleicht nicht gut gelesen hat und dementsprechend dann schwierig in der Umsetzung war. Gut. Was ich jetzt hier schon mache, ist natürlich ganz klar erstmal ein Bild verschaffen, was habe ich für Einstiegsbälle. Ich habe die 15,
Ich habe die 12, ich habe die 7 als Alternative, wenn ich die voll nehmen möchte. Aber das war es dann auch schon. Ne? Also so viel, und da sieht man mal, obwohl es jetzt alles offen ist, habe ich gar nicht so viel Einstieg. Ich könnte noch die 4 dünn auf die Mitteltasche schneiden. Ja, aber das sind alles jetzt Bälle, wo ich sage, ja, gibt es auch einfache Einstiege. Aber die halben liegen eigentlich ganz gut, so vom Einstieg, die 15, die 12. Aber jetzt ist die Frage, sind die halben die Bälle, die ich wirklich möchte? Oder sind es dann doch eher die vollen? Und dann gehe ich im zweiten Blick darauf, zu sagen, okay, mit was stelle ich denn eigentlich die 8? Also rückwärts denkend wieder. Die 8 liegt an der Position. Dann guckt man natürlich, wo geht die 8 überall hin? Sie geht noch knapp an der 12 vorbei ins Mittelloch. Sie geht logischerweise auf Fuß rechts. Sie geht eventuell noch auf Kopf rechts. Muss ich gerade mal gucken. Ja, aber auch nur knapp. Ja, und das sind eigentlich so die drei Löcher, die man tendenziell jetzt einstellen möchte, weil man natürlich hier hinter noch zu kommen, um dann auf die andere Seite zu kommen. Das ist natürlich schon fast spektakulär, und da müsste man halt wirklich in ein super kleines Fenster stellen, also macht das wenig Sinn. Okay, jetzt geht es darum, rückwärts denken. Die 8 liegt da, wo sie ist, und jetzt überlege ich, welche Reihenfolge würde mich denn dahin führen, und am Ende die 8 bestmöglich auf die Tasche zu spielen, weil ich da die größtmögliche Toleranz habe. Hier ist es knapp dran vorbei, nach da ist es knapp dran vorbei. Also würde ich jetzt erstmal, solange ich kann, versuchen, so zu denken, dass ich am Ende die 8 auf die Tasche versenke. Und dann guckt man, was sind denn da die Einstellungsbälle für die 8? Man könnte mit der, wenn man die halben nimmt, mit der 13 die 8 stellen, man könnte mit 10 stellen, man kann hier mit den vollen, mit der 3, mit der 4, mit der 5. Und die 5 zum Beispiel, sieht man auch, ist der Ball, der am negativsten vom Winkel ist, also sprich der dünnste. Der Vierer schon ein bisschen besser und der Dreier noch besser. Ja? Dann habe ich noch die 6 auf der Seite, auch noch auf einer Linie. Und so kann man sich das gut, ganz gut vorstellen, wenn wir das jetzt mal austauschen. Das wäre eine weiße, das wäre eine weiße, das wäre eine weiße und das wäre eine weiße von den vollen. Dann wird man sich überlegen, welcher Ball wäre jetzt aus der Position für mich der beste Ball zum Senken der 8? Und ich glaube, da würdet ihr euch wahrscheinlich alle für die 4 oder für die 3 entscheiden. Und so kann man das schon mal rückwärts denken, dass man sagt, okay, jetzt versuche ich mal darauf aufzubauen, am Ende eine 3 und eine 4 vielleicht als Stellungsball für die 8 zu haben. Und dann ergibt sich schon ein bisschen automatisch eher die Reihenfolge, wie man das spielen kann. Wenn ich aber die voll nehme, dann kann ich nur mit der 7 einsteigen, was jetzt nicht wirklich ein ganz leichter Ball ist. Das heißt, ich habe eine lange 7 runter, so dreiviertel Tisch. Und ich muss die Weiße sehr gut kontrollieren, also sehr locker spielen, damit ich bestmöglich direkt die 1 mitnehme. Weil wenn ich die 1 da oben als einzelne Kugel liegen lasse und dann am Ende wieder zurück, macht das auch wenig Sinn. So, dann guckt man nochmal die Halben. Mit den Halben könnte ich mit der 9 auf die 8 stellen, wenn das jetzt eine Weiße wäre. Ich könnte mit der 13, ich könnte mit der 10, mit der 11 nicht wirklich gut und schon gar nicht mit der 12. Ja, und die 15 ist auch nicht so ideal, weil sie auch nur eingeschränkt auf die Tasche geht. Hier geht sie nicht dran vorbei. Sie geht noch lang und sie geht noch auf Fuß rechts. Ja. So, und jetzt muss man schon überlegen, was nehme ich da für eine Farbgruppe, um bestmöglich das Bild zu lösen. Und das ist das, was ich eben meinte. Man sieht auf den ersten Blick nur offene Kugeln, aber je mehr man sich damit beschäftigt, sieht man, dass es nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick wirkt. Wenn ich jetzt mit der 12 einsteige, dann könnte ich nach der, mit der 13, ich habe immer noch ein Farbproblem von früher, lila ist für mich immer eine andere Farbe, also mit der 13 einsteige, dann könnte ich die 10, im Anschluss die 15, da ich aber dann den Winkel nach da habe, müsste ich dann die 12 nach oben spielen und dann 11 und dann 9. Ja, das wäre jetzt eine mögliche Reihenfolge für die Halben. Bei den vollen wäre, wie gesagt, der Einstieg 7 ein Stück weit rollen lassen, auf die 1 stellen und dann halt versuchen, hier in den unteren Bereich zu kommen, mit der 6 weiterzumachen, mit der 3 aufbauen, 4, 5. Aber je länger ich darauf gucke, desto eher sehe ich, dass die vollen eigentlich in der Umsetzung schwieriger sind. Deswegen entscheide ich mich jetzt für die halben. Guck nochmal die 12, die liegt nicht ganz press. Und jetzt ist mein Plan genauso, wie ich es eben erklärt habe. Ich fange mit der 13 an, versuche jetzt ein Stück weit auch rauszukommen, ein bisschen weiter zurückzukommen, damit ich hier, wenn ich schon übergreife, noch ein bisschen mehr Platz habe. Das sind so Kleinigkeiten, die wichtig sind zu beobachten.
um dann mit 10, 15 weiterzumachen. So, kurz mal schauen, was man für einen genauen Winkel hat. Okay, da ist jetzt ein bisschen Winkel drin. Das reicht in der Regel. Dann guckt man sich natürlich hier wieder die nächste Linie an. Einstell 3, das war mein erster Ball. Ich habe mit dem ersten Ball eigentlich schon vorgedacht für die 15. Ich brauche jetzt hier einen kleinen Winkel nach da. Also muss ich hier auf diese Linie rauskommen. In dem Fall Stoppballtangente. So, jetzt habe ich den nötigen kleinen Winkel nach links. Wichtig ist jetzt, nicht so gut wäre, wenn sie jetzt wirklich an der Bande liegen bleiben würde. Dann hätte ich hier den Ball gerade stehen, komme also nicht mehr rüber auf die 11 und müsste dann mit dem Winkel, der schon relativ spitz ist, versuchen, noch hier rüber zu kommen, was nicht ganz so einfach ist. Also versuche ich jetzt natürlich, wenn es geht, einen kleinen Winkel auf die 12 zu bekommen. Nur Laufball reicht jetzt nicht, weil dafür ist der Winkel ein bisschen zu klein. Also muss ich schon ein bisschen Druck mit reingeben. So, jetzt habe ich den gewünschten kleinen Winkel. 12 lang. Versuche jetzt die 11 relativ gerade zu stellen, damit ich den am Schluss, und das ist so eine heikle Situation, ich habe dann im Prinzip nur noch den Korridor zwischen 7 und 5. Hierhin muss ich zurück, das ist das Ziel, damit ich dann mit der neuen Abschluss gerade Linie zu 8 Mitte habe. So, man kann natürlich auch nochmal sich vergewissern, von hier wäre es zum Beispiel, sieht man ganz deutlich, ganz schwierig auf Position 8 zu kommen. Also bleibt nichts anderes übrig, als hier rauszustellen, in etwa da wieder hin zurück, wo jetzt die Weiße liegt. Also stellt man sich eine Linie vor, natürlich nicht zu knapp, also nicht zu knapp bemessen. Man hat ja nach hinten noch ein bisschen mehr Luft, also versucht man definitiv über die Mittellinie zu ziehen. So, das reicht völlig aus, ziemlich genau sogar. Und jetzt habe ich eine perfekte Endlösung 9-8, schön auf Linie, brauche im Prinzip nur noch abstoppen. Und habe damit einen perfekten Abschluss auf die 8 Mitte. Ja, ich hoffe, ihr konntet gut sehen, was meine Gedankengänge waren, warum ich das wie entschieden habe. Aber was man, glaube ich, ganz gut sehen konnte, dass man im Prinzip, wenn man dann einmal einen guten Plan hat und auch im Prinzip das Bild gut gelesen hat und sich auch die Zeit nimmt und wie ich schon am Anfang gesagt habe, im ersten Blick sah es sehr einfach aus, aber es war nicht so einfach im zweiten Blick. Und deswegen muss man oftmals sich da wirklich die Ruhe und die Zeit nehmen, um dann halt auch wirklich die Schlüsse zu ziehen, was denn wirklich am Ende des Tages für sich jetzt in dem Moment auch mit seinen Möglichkeiten die beste Lösung ist. Was man auch gut sehen konnte, war im Prinzip, dass ich, wenn ich dann die Entscheidung getroffen habe, dass es alle Stöße waren, die, ja, ich sage jetzt mal im Standardbereich lagen. Es waren Stoppbälle, es waren Stoppbälle-Tangenten, es war ein bisschen rollen lassen. Aber es war jetzt nicht so viel Spektakuläres da drin, bis auf der vorletzte Ball, auf die letzte Kugel, wo ich nochmal anderthalb Diamanten zurückziehen musste. Aber sonst war eigentlich relativ wenig Bewegung. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man im Prinzip das Bild gut gelesen hat. Also meine Tipps und Tricks am Ende, wie immer. Ich würde euch immer empfehlen, in Clusterbildung zu denken, also sprich Tischhälften zu unterteilen. Also wir haben drei Tischhälften im Prinzip grob im Raster. Wir haben die Mitte, den mittleren Bereich, wir haben den unteren Bereich und wir haben den oberen Bereich. Und wenn man da schon mal so in Gruppierungen aufteilt und sagt, okay, da habe ich ein Cluster, hier habe ich ein Cluster, da ein Cluster, dann versucht wirklich sukzessive aufzubauen, also strukturiert in eine Richtung zu bewegen, also nicht dieses ständige Hin und Her, was natürlich dazu führt, dass man ja mit viel mehr Aufwand arbeiten muss und durch kleine Gassen durch muss, weil die gegnerischen Kugeln ja auch noch stören. Also ist teilweise wirklich richtig komplex und schwierig. Rückwärtsdenken ist ganz, ganz elementar, also schon sich am Anfang auch mal ein Bild zu machen, okay, wo stelle ich denn am Ende tendenziell oder wo ist denn die Möglichkeit, die 8 zu versenken?
Also dementsprechend auch schon das so ein bisschen mit einzubeziehen. Der Plan wird nicht immer gelingen, so eins zu eins umzusetzen. Und deswegen ist es wichtig, wenn man sich verstellt, dann nochmal auf die Bremse zu treten und zu sagen, stopp, neue Situation. Was habe ich denn jetzt für ein Bild? Also so wie ich es am Anfang mache, mache ich es dann auch mittendrin. Also nicht dann unbedingt diesen Plan, den man ja für sich entworfen hat, mit Biegen und Brechen umzusetzen. Dann übersieht man ganz oft ganz einfache Dinge, wo man sagt, ach guck mal, wenn ich jetzt nochmal genau hingucke, so schlecht liegt das jetzt gar nicht und ich kann mit einem anderen Ball weitermachen. Also von daher immer die Offenheit bewahren, immer zu schauen, was habe ich jetzt? Immer Ist-Zustand, nicht schon in der Zukunft und auch nicht in der Vergangenheit, sondern immer die Ist-Situation in dem Moment vom Lesen. Ja, also das wären so meine wichtigsten Tipps für das Achtballspiel. Wenn man es trainieren will, kann man natürlich auch mal oder dieses Bild, was ich jetzt gerade hatte, könnt ihr euch ja am Bildschirm nochmal anschauen. Vielleicht stellt ihr das mal nach und versucht mal genau diesen Weg zu spielen, den ich gespielt habe. Oder ihr versucht einfach mal einen anderen Weg oder auch mal mit den Vollen zu spielen. Und dabei hilft es natürlich, wenn ich mir die Punkte mit dem Kreidestift mal kurz die Zahl oder die halbe mit H und V mit Voll markiere, dass ich weiß, okay, da lagen sie, dass ich sie immer wieder nachvollziehen kann. Und so kann man sich dann mit einer Partie richtig schön auseinandersetzen. Und das ist halt immer wichtig, wenn man Achtball spielt oder auch Neunmal spielt und man möchte sich in der Tiefe damit beschäftigen, dann tatsächlich die Vormarkierung zu machen, um auch wieder nachvollziehen zu können, wo lagen die Bälle und ich kann sie immer wieder dahinstellen und es nochmal probieren. Ja? Okay, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt, mir mal beim Achtballspielen zuzuschauen und konntet ein paar Anregungen mitnehmen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und wie gesagt, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts mehr. Bis bald. The Stroke.